Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Die politischen Vorgänge rund um das abgebrannte Flüchtlingslager Moria und Österreichs Haltung dabei spalten Gesellschaft und Politik. In einem aufrüttelnden Video von Mauthausen-Komitee zeigen Nachkommen von NS-Opfern, wie die Fluchthilfe für ihre Großeltern, die damals Kinder waren, ihnen das Leben ermöglichte. Überwältigende Zustimmung erfährt auch die Initiative Courage, Mut zur Menschlichkeit, die von vielen österreichischen Prominenten unterstützt wird. Courage, Mut zur Menschlichkeit will 144 Menschen aus Moria aufnehmen. Die symbolische Nummer der Rettung 144 dient der Initiative als Hashtag. Die unnachgiebige Haltung des österreichischen Kanzlers, der auch keine überschaubare Zahl von Schutzbedürftigen aus Griechenland aufnehmen will, hat in der vergangenen Woche Unbekannte dazu ermutigt, ein Transparent über der Fassade des Bundeskanzleramts zu entrollen. Auf dem Stand, hier regiert der Kanzler der Schande, Moria evakuieren. Der Fall wirft auch sicherheitstechnische Fragen rund um das Bundeskanzleramt auf. Schließlich hagelte es auch viel Kritik von Seiten der Politik gegen die österreichische Regierung. Gegenüber dem Spiegel erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, dass er von Haltung Österreichs enttäuscht sei. Wer sich in der Migrationspolitik nicht solidarisch zeigt, kann auch an anderer Stelle keinen Anspruch auf solidarische Leistung erheben, so Seehofer. Demonstrantinnen in Wien vergangene Woche fordern, dass für die Menschen in Moria ein Platz gefunden wird. Unterdessen zeigt sich das offizielle Österreich zufrieden und stolz ob den solidarischen Hilfslieferungen für die obdachlos gewordenen Menschen auf Lesbos. 400 Familienzelte mit Winterkit für 2000 Personen sowie Hygienepakete, Zeltheizungen und Beleuchtungen, Decken und aufblasbare Matratzen, Polster und Bettwäsche flog Innenminister Karl Nehammer persönlich mit der Transportmaschine Condor nach Athen. Die Hilfe wurde aus dem Katastrophenhilfbudget des Ministeriums finanziert und kostete einschließlich des Transports 720.000 Euro. Burgenlands Landeshauptmann und SPÖ-Chef Hans-Peter Doskozil hat sich, wie heimische Tageszeitungen kolportierten, in der Moria-Frage auf die türkise Seite geschlagen und stellt sich damit gegen die von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner, die heftig Kritik gegen ÖVP-Haltung übte. Politiker im Nordosten Italiens fordern verstärkte Kontrollen an der Grenze zu Slowenien und die Umsiedlung von Neuankömmlingen in andere Regionen. Grund für die Forderungen sind ein Anstieg von Geflüchteten an der Balkanroute. Italiens Innenministerin Luciana Lamorgese besuchte in der vergangenen Woche Triest, um die Lage zu begutachten, und sicherte der Region zusätzliche Militärkräfte zu. Berichten zufolge überquerten seit Anfang 2020 mehr als 3000 Menschen die slowenische Grenze nach Italien. Laut ECRE gibt es derzeit fast täglich Berichte über die Ankünfte aus Slowenien. Die Aufnahmekapazitäten der Region sind ungenügend, um beispielsweise Minderjährige aufzunehmen, die einen erheblichen Anteil der Ankommenden ausmachen. Die Bedingungen in den überfüllten Aufnahmeeinrichtungen verschlechtern sich und bieten keinen Raum für soziale Distanz inmitten der Covid-19-Pandemie. In dem nordbosnischen Ort Velika Kladuša nutzten einheimische Sozialmedienplattformen, um Jagd auf Migranten zu organisieren. Eine Mitte August gegründete Facebook-Gruppe wuchs in nur einem Monat auf mehr als 6000 Mitglieder an. In der Gruppe posten die Mitglieder Bilder von Migranten, denen sie begegnen, und rufen gleichgesinnte Gruppenmitglieder dazu auf, die Migranten zu verprügeln. No Name Kitchen, eine Organisation, die sich um Migranten in der Gegend kümmert, hat Zeugenaussagen über Verletzungen infolge solcher Attacken gesammelt. Am 17. September protestierten über 100 Menschen gegen die Anwesenheit von Migranten und gegen ein geplantes Aufnahmezentrum in Velika Kladuša.
Die migrantenfeindliche Haltung in der Region hat in den letzten Monaten zugenommen und wurde durch lokale Zeitungen, die über Diebstähle und Gewalt berichteten, die angeblich von Migranten verübt wurden, noch erhitzt. Belgien hat seine im Januar 2020 eingeführten Maßnahmen zurückgezogen, die bestimmte Asylbewerber von den materiellen Aufnahmebedingungen ausschlossen. Im Januar 2020 hatten die belgischen Behörden Anweisungen erlassen, die das Recht auf materielle Unterstützung für bestimmte Gruppen von Asylsuchenden einschränkte. Dies betrifft Antragsteller, für die ein anderer EU-Mitgliedstaat zuständig ist, deren Anträge aber nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen überstellt wurden und für die Belgien dann von Amts wegen zuständig wird, sowie Antragsteller, denen bereits in einem anderen EU-Mitgliedstaat internationaler Schutz, das heißt Flüchtlingsstatus oder subsidiärer Schutzstatus gewährt wurde und die einen neuen Antrag auf internationalen Schutz in Belgien gestellt haben. Aufgrund der neuen Regelungen hatten die betroffenen Asylsuchenden nur Zugang zu medizinischer Versorgung, waren aber von anderer Hilfe wie zum Beispiel Unterkunft und Verpflegung ausgeschlossen. Wie zivilgesellschaftliche Organisationen berichteten, hatten die Maßnahmen während der 9 Monate, in denen sie in Kraft waren, verheerende Auswirkungen auf Hunderte von Menschen, die ohne Obdach und in einer Situation extremer Unsicherheit waren. Eine Situation, die durch die Covid-19-Pandemie verschärft wurde. Am 18. September hat das österreichische Innenministerium den Schlepperbericht 2019 veröffentlicht, der belegt, dass die irreguläre Migration nach Österreich insgesamt rückläufig ist. Seit 2015 konnte eine große Zahl von Schleppern ausgeforscht werden. Laut Statistik des Bundeskriminalamtes sind Schlepper überwiegend Männer zwischen 21 und 40 Jahren, die mehrheitlich aus Syrien, Österreich, der Türkei, Serbien und Afghanistan stammen. Die geschleppten Menschen stammen vorwiegend aus Afghanistan, Syrien und dem Irak. Die Hauptübertrittsländer seit 2015, Italien und Ungarn, werden aktuell von Griechenland abgelöst. Die Transporte in den Lastkraft- und Kühlwegen bergen bei den Schleppungen ein extrem hohes Risiko für die Geschleppten. Erst vergangene Woche retteten sich in Niederösterreich 40 geschleppte Menschen aus einem Kühllastwagen, in dem sie fast erstickt wären. Sie stammen aus Syrien, dem Irak und der Türkei. Den Geschleppten war es während der Fahrt gelungen, so laut auf sich aufmerksam zu machen, dass der Fahrer kurz anhielt. Diesen Halt nutzten sie, um aus dem LKW zu springen und in die umliegenden Felder zu flüchten. Einheimische beobachteten das Geschehen und alarmierten die Polizei. Zuzüglich zu Wärmebildkameras, die am Boden eingesetzt werden, werden künftig Drohnen für die Luftüberwachung des grenznahen Raums eingesetzt. Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.